Ja, wie bei versteckter Kamera hier. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich hole ihn mal. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vlogmas. Heute möchte ich was ganz Cooles machen, denn Pascal und ich, wir haben heute Jahrestag. Wir sind jetzt 3 Jahre zusammen und wir schenken uns nichts. Wir sind beide Minimalisten und eigentlich gehen wir immer essen. Jetzt gehen wir dieses Jahr aber nicht essen, halt einfach, ne? So wegen der Situation im Moment und wir gucken, dass wir einfach mehr zu Hause bleiben. Aber heute Abend werden wir Pizza bestellen. Ich habe mir aber gedacht, irgendwie ist das doch nicht genug. Ich weiß nicht. Also wir schenken uns zwar nichts, aber deswegen habe ich gedacht, ich könnte ihm eine Freude machen und ihm einfach einen Riesenkeks backen. Er mag absolut keine Süßstoffe, beziehungsweise so, er möchte sie halt einfach nicht so viel essen. Manche mag er auch nicht wirklich. Deswegen werde ich heute einen Keks auf jeden Fall mit Zucker backen. Denn ja, es soll ihm ja auch auf jeden Fall schmecken. Ich persönlich würde es jetzt halt irgendwie mit Zuckerersatzstoffen machen. Aber der Keks ist ja für ihn und deswegen kriegt er jetzt so eine richtige Kalorienladung heute. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Sachen da, womit ich die Kekse oder den Keks... Mal gucken, ich will mal hoffen, auch dass der nicht zerbricht. Ich muss gleich zu Pascal und muss mir erstmal ein Backpapier-Dingens holen. Also einmal Backpapier holen, denn ich backe ja eigentlich immer so auf meinen Backblechen und so. Das Problem ist nur, dass da manchmal die Sachen so ein bisschen anbacken. Und wenn ich jetzt einen Riesenkeks machen will, dann ist es, glaube ich, nicht so gut, weil dann kriege ich den nicht heil von dem Ding ab. Ich wollte irgendwie schon seit längerer Zeit mir ein neues Backpapier holen, was man so abwaschen kann. Aber irgendwie bin ich immer wieder drüber hinweggekommen. Deswegen muss ich jetzt tatsächlich eben mal nach oben, weil ich weiß, dass der Backpapier hat, damit ich das überhaupt machen kann, beziehungsweise den Keks wäre vernünftig runterkriege. Ja, aber ich habe auf jeden Fall noch einiges da, womit ich die Kekse oder den Keks, ich sag mal die Kekse, den Keks nachher so ein bisschen verzieren kann. Und ja, wollen wir mal schauen. Dann gehe ich mal immer mal nach oben und erzähle ich ihm jetzt einfach, dass ich neues Rezept, Keksrezept ausprobieren will mit dem neuen Süßstoff, den ich gekauft habe. Das ist auf jeden Fall plausibel. Das nimmt er mir bestimmt ab. Und ja, mal gucken. Hallo, ich brauche Backpapier. Ich mache gerade ein Video. Backpapier, was ist denn da vor? Ja, das hält manchmal nicht ganz so gut. Ich möchte mit Erythrit, mit dem neuen Ding ins Kekse machen. Wie brauchst du? Eins. Letztes Mal haben die so festgeklebt. Dankeschön. Bis später. Das hat gut geklappt. Und er ahnt nichts. Er ahnt nichts. Ja, am besten. Ich habe erst gedacht, irgendwie, ich tue die Kamera in die Tasche, so schön unauffällig. Aber wenn der hinterher denkt, ich verstecke die Kamera oder so, dann denkt er hinterher irgendwie so, hä, was hat sie vor? Deswegen lieber richtig auffällig, anstatt, nee, wir brauchen den Ofen noch gar nicht. Ich bin schon so aufgeregt, irgendwie so, oh mein Gott, ob das wohl was wird. Ja, der denkt auch jetzt auf jeden Fall, ich bin mit meinem neuen Süßstoff am Backen und hat jetzt sowieso keine Hoffnung, dass er davon irgendwie was abhaben will oder sowas. Das heißt, da können wir mal ausprobieren. Ich hoffe, das Rezept schmeckt auch, was ich rausgesucht habe. Also natürlich in vegan, also ohne Ei, beziehungsweise vegetarisch. Und schauen wir mal. Also, das Rezept ist eigentlich super einfach. Wir brauchen nur Mehl, ich backe ja immer mit Dinkel. Wir brauchen Zucker, dann nehme ich den braunen Rohrzucker, den isst der lieber als den weißen. So, und wir brauchen noch Butter bzw. Margarine. Da habe ich auch welche. Ich denke, ich werde aber nur die Hälfte machen, weil für 40 Kekse, also das ist schon so für zwei Bleche dann halt eigentlich ausgelegt. Ich weiß nicht genau, also auch so von der Menge her kommt mir das halt echt ein bisschen viel vor. Ich möchte nur einen großen Keks machen, deswegen halbieren wir das Rezept einfach. Oh, und drückt mir sowas von die Daumen, dass das was wird. So, dann werde ich jetzt noch, bevor ich gleich die Butter hinzugebe, noch was holen. Denn Pascal liebt Zitronenkekse. So, die war eben noch halb voll. Ich habe da jetzt ordentlich was reingeballert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel. Aber ich weiß, dass seine Mama eigentlich auch immer sehr, sehr viel Zitronenaroma in die Kekse reintut.
Und ja, dann machen wir das doch mal so wie seine Mama. Denn wie ist das? Bei Mama schmeckt's am besten, ne? Ich freue mich eben schon wie so ein Schneekönig. Ich hoffe echt, dass das was wird und dass sie mir schmecken. Ich kann euch das jetzt mal eben kurz zeigen. So sieht das jetzt gerade aus. Sieht man schön die Aromatröpfchen drin. Und ja, die kleinen Butterstückchen. Jetzt habe ich gerade irgendwie so die Eingebung. Ich glaube, ich sollte hier mal abschließen. Nicht, dass Pascal gleich irgendwie runterkommt und, keine Ahnung, irgendeine Kleinigkeit haben will. Und dann auf einmal sieht, dass ich hier so einen großen Herzchenkeks mache. Das wäre natürlich nicht gut. Ja, der Teig ist jetzt auf jeden Fall schön durchgeknetet. Aber dann kann ich mal loslegen, würde ich sagen. Jetzt habe ich hier gerade schon extra freigeräumt und sauber gemacht. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, also wenn ich jetzt echt so einen Riesenkeks mache und den da ausrolle und den dann hinterher hochheben muss, dann zerreißt er bestimmt. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, ich sollte versuchen, das Ganze schon auf dem Backpapier zu machen. Als bin ich am Überlegen, lege ich das Backpapier jetzt hier vorne hin? Dann kann ich nämlich theoretisch mit der Plätzchenrolle, weil man Kuchen auch immer platt rollt, ne? Dann kann ich das Ganze halt vernünftig ausrollen. Das wäre so ärgerlich, wenn der Keks dann irgendwie deswegen kaputt geht. Ich glaube, ich versuche das so, dass ich das Backpapier erstmal hier hinlege und darauf ausrolle. Ich bin mal gespannt, wie viel jetzt hat mein Soldat sich selbstständig gemacht da, geschaukelt. Okay, cool. Ja, egal, lass uns loslegen. Okay, ich bin gespannt, wie das so wird. Hier haben wir die Kuchenrolle. Warum? Ich glaube, ich habe in letzter Zeit echt wieder zu viel Stress. So oft, wie ich mich wieder verhaspel und komische Sachen sage, das ist Wahnsinn. So, ich brauche trotzdem noch mal eben immer das Mehl. So, na, da bin ich ja mal gespannt. Das ist jetzt der Teig. Das klebt schon direkt. Und direkt ein Haar von mir. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Es ist so schlimm, seitdem ich lange Haare habe oder so lange Haare habe. Meine Haare, die verteilen sich einfach überall. Ich brauche unbedingt ein Haargummi. Wundere ich mich gerade erstmal, warum die Tür nicht aufgeht? Ja, Mädel, du hast abgeschlossen. Deswegen. Ach ja, danke. Hatte ich vergessen. Ich glaube, wir brauchen noch 5 Kilo Mehl hier, damit das auch alle vernünftig wird. Und jetzt müssen wir natürlich das Backpapier festhalten. Es rutscht hier die ganze Zeit. Jetzt ist so die Frage, wie dick mache ich das, ne? Ich glaube, ich werde das Ganze jetzt mit dem Buttermesser machen. Okay, jetzt geht's drum, wo ist die Mitte? So. Okay, lass mich das jetzt nicht verkacken. Ah, ich glaube, so ganz symmetrisch wird's nicht. Scheiße. Mal gucken, vielleicht kann ich dir gleich noch was retten. Okay, das Herz so ist schon mal fertig. Jetzt habe ich hier aber immer noch so ein kleines Stück Teig übrig, weil ich ja oben dieses Herz so ausschneiden musste. Jetzt überlege ich gerade, was ich damit mache. Ich glaube, ich mache einfach noch ein Herz. So, als nächstes werde ich das Ganze jetzt mit Milch bepinseln. Nein, nicht mit Ketchup. Du bleibst bitte drin. Ich glaube, in Ketchup schmeckt das nicht so gut. Das habe ich nämlich auch letztes Mal, als wir bei seiner Mama gebacken haben. Das heißt gelernt, aber so kennt er das von klein auf an, dass die schön mit Milch eingepinselt werden und dann kann man die ganzen nämlich, also die Kekse noch schmücken. Dürfte reichen. Jetzt ist das Ganze einmal schön mit Milch eingestrichen. Dann wollen wir jetzt mal schauen. Ich glaube, ich nehme diese hier und ich habe noch etwas hier. Ich glaube, die brauche ich auch. So sieht das Ganze jetzt gerade aus. Schön mit Milch eingestrichen und ich bin sehr gespannt, wie das Endergebnis aussieht. Wollen wir jetzt mal so ein bisschen dekorieren. Ich habe so die Befürchtung, dass sich das alles gleich selbstständig macht, wenn ich das auf das Backblech drauf tue. Ich glaube, bevor ich weiter dekoriere, werde ich das erst eben einmal machen. Oh Gott, ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Ich ziehe es jetzt einfach nach vorne. Ich versuche das Backblech so genau an die Kante zu packen. Wow. Okay, Entwarnung. Ich glaube, es hat geklappt. Ich glaube, ich habe auch noch Schokostreusel. Moment. Ich habe gerade noch Schokotropfen gefunden. Die werde ich jetzt auch benutzen. Ein bisschen kreativ hier sein auf dem Gebäck. So, ich bin fertig. Oh mein Gott. Ich hoffe, das bleibt alles heil.
Okay, ich bin so krass gespannt, ob das wirklich so bleibt oder, ja, okay, es wird zerlaufen, aber, ah, oh mein Gott, ich bin gespannt. So sehen die Herzen jetzt gerade aus. Ich liebe dich und dann dieses Herz hier, das packe ich dann gleich da noch oben drauf. Und mal schauen, vielleicht verziehe ich das hinterher noch mit der Zuckerschrift, also jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Denn ich glaube, sieht man hinterher nicht so gut, auch dass das gibt halt einfach dann halt so einen bunten Rand. Die einzelnen Streusel sieht man ja nicht mehr, aber ja, vor allem was mit der Schokolade gleich passiert. Aus meiner Erfahrung bleiben die eigentlich relativ so an der Stelle, wenn die gebacken werden. Tja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wird. Okay, also der Ofen ist noch nicht richtig heiß. Ich werde jetzt eben in der Zeit mal so ein klein bisschen aufräumen, bis der Ofen richtig vorgeheizt ist. Denn ansonsten passiert mir das wieder, dass ich irgendwie denke, dass die nicht richtig fertig sind, weil ich nicht vorgeheizt habe oder sowas. Und davor hüte ich mich dieses Mal auf jeden Fall. Ja, und oh Gott, ich bin so gespannt. Hoffentlich wird das was. Drückt mir sowas von die Daumen, Leute. Okay, es ist soweit. Der Ofen ist vorgeheizt. Jetzt gucke ich nochmal eben 175 Grad. Habe ich. Und 10 bis 15 Minuten. Okay, gut. Ich glaube, da werde ich mal so 14 Minuten oder sowas vom Timer her einstellen. Denn es ist ja schon ein großer Keks. Ja, oder? Ja, doch. Passt schon. Ach, mit diesen Backzeiten immer, ne? Oh. Ein letzter Blick, bevor es in den Backofen kommt. Es ist da fast ein Haar von mir reingeflogen. Wo kam das denn her? Jetzt ist da fast ein Haar von mir reingeflogen. Was? Ich hab doch schon einen Zopf. Was zum Teufel soll ich denn noch machen? Oh, es ist Gott sei Dank nicht reingeflogen, aber fast. Oh mein Gott. Okay, Google, Timer auf 14 Minuten. 14 Minuten. Und es geht los. Okay, es ist soweit, der Timer ist abgelaufen. Oh, und ich hoffe, dass die Kekse fertig sind. Ich hoffe es so sehr. Schauen wir mal. Oh, ich glaube, die sehen ganz gut aus. Ich hole die mal raus. Es riecht so gut und ich hoffe, ja, der ist hart geworden. Aua, heiß. Ja, mega cool. Und ich muss auch sagen, dass die Streusel auch nicht alle so krass zerflossen sind, wie ich dachte. Hier vorne zum Beispiel schon. Und ist aber trotzdem richtig schön. Und oh, wie schön diese Tropfen geblieben sind. Diese Schokotropfen. Sehr, sehr, sehr nice. Oha. Wir haben es jetzt 12:30. Ich muss noch ein bisschen was machen. Ich werde jetzt gleich aber erstmal frühstücken. Da muss ich gleich mit einer Freundin ihre Tochter vom Kindergarten abholen, weil ihr Auto kaputt ist. Dann muss ich später noch mit Pascals Mutter einkaufen. Da werde ich dann noch ein paar Sachen für heute Abend kaufen. Und ja, mir mal überlegen, wie ich das Herz jetzt so ein bisschen dekoriere, beziehungsweise wie ich das jetzt anrichte, sage ich jetzt mal. Mal gucken. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall heute Abend wieder. Pascal war eben einmal da und ich habe mich mega erschrocken und ich kann so schlecht Sachen verheimlichen. Ich meine, ihr merkt ja, wie aufgeregt ich jetzt einfach irgendwie schon bin. Und obwohl es nicht mal abends ist und ich gebe ihm das ja erst heute Abend. Aber oh, er wollte eigentlich nur irgendwas am Tablet oder so, aber ich habe auch schon wieder so dämlich gegrinst, weil ich halt einfach weiß, dass ich so gerade was verheimliche. Und weiß nicht hier, es ist einfach nur ein Keks, aber ja, keine Ahnung. Und das macht mich so fertig. Ich muss mal gucken, wie ich den Tag überstehe und wo ich den Keks verstecke. Weil wenn ich mir jetzt überlege, den einfach in den Backofen zu tun, dann sieht man den, sobald man ein Handtuch wegnimmt. Wenn ich die Küchentür abgeschlossen lasse die ganze Zeit, dann merkt er vielleicht auch, dass irgendwas faul ist. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Weil wenn ich jetzt weiter die ganze Zeit nervös bin, dass der merkt, dass die Küche abgeschlossen ist, wenn er versucht, da reinzugehen oder sonst irgendwie was, dann ist die Überraschung nicht mehr so gut, ne? Okay, ich habe eine Lösung gefunden. Wenn man von oben guckt, dann guckt man so. Eigentlich ist der Keks jetzt hier so drunter. Ja, ich hoffe, er sieht ihn nicht. Ich habe nämlich gestern Kroketten gemacht und Nuggets in so einem Ofen. Und nicht, dass er sich jetzt irgendwie denkt so, vielleicht hat er noch ein paar Nuggets oder ein paar Kroketten oder sowas, an den Ofen geht und sich denkt so, nehme ich mir mal was raus. Solange der Ofen zu bleibt, sieht er ihn auf jeden Fall nicht. Ja, ich glaube, das muss ich jetzt einfach riskieren. Was anderes weiß ich jetzt nicht, wo ich ihn verstecken soll. Erstmal einen zuckerfreien Zitronenmuffin zur Beruhigung.
Kennt ihr das, wenn ihr die ganze Zeit so mega aufgeregt seid? Also als Kind hatte ich das ja, wenn ich selber Geschenke gekriegt habe. Aber mittlerweile ist das so übel. Ich bin so extrem aufgeregt, wenn ich irgendwie so was heimlich irgendwie plane und jemanden überraschen möchte und so. Es ist ganz, 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 ganz schrecklich. Also ich bin schon mal überlegen, ob ich ihm das vielleicht nicht erst heute Abend gebe, sondern spät Nachmittag. Ich muss mal gucken, weil ansonsten der Tag ist für mich jetzt echt Folter. Oh mein Gott. Schenken ist echt aufregender, als beschenkt zu werden. Okay, also wir haben jetzt schon Pizza bestellt. Und jetzt mache ich hier mal eben alles schön fertig. Und dann gucken. Ja, wie bei versteckte Kamera hier. So, ich habe jetzt den Keks sicher rübergekriegt. Und habe ihn auf den Teller gepackt. Ich habe auch noch extra Lebkuchenherzen gekauft. Und jetzt wird es ein bisschen romantisch. Ich bin fertig. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich hole ihn mal. Hast du mit dir nicht irgendwo ein Buch oder so? Nein, alles gut, da hast du nichts. Ah, ich habe einmal leicht geguckt. Oh, das ist gut. Alles Gute zum Jahrestag. Du darfst die Augen offen machen. Ich habe dir einen Riesenkeks gebacken. Oh, mein Süßiger. Dankeschön. Was ist denn? Ein Zitronenkeks. Mm. So ähnlich wie deine Mama ihn macht. Und für dich. Dankeschön. Das sind ganz viele Kalorien. Normal Zucker? Ja. Rohrzucker. Mm. Extra gut. Ich hab auch was für dich. Oh. Wo denn? Ja. Das ist dir doch so. Ja, mein Süß, ich liebe dich. Du musst dich selber machen. Umschein, alles Liebe zum Jahrestag, mein Süßi. Ich bin sehr froh, dass du in meinem Leben bist. Ich freue mich auf viele weitere Jahre mit dir. Oh. Ach, auf. Oh. Ist nicht schlimm. Komm rüber. Umschein für eine 10-Minuten-Massage. Oh. Umschein für eine Pizza vom Lieferservice. Ich übernehme die ganze Pizza. Ja. Dankeschön. Du musst ein Foto von machen. Hier ist mein Kindergutschein. Guck mal, du bist so groß, wenn ich so mache, ne? Ja. Bist du einfach gar nicht drauf. Ja, voll schön. So, damit ist jetzt der Vlog aber auch beendet. Und wir werden nachher den Keks probieren und Pizza essen. Ja, also, bitte. So, auf die Plätze, fertig, los.